Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Heute hier an meiner Seite Marvin Endres. Und gegenüber von mir an meiner Seite Salim Samatu. Gebrüllt, ich bin richtig stolz auf uns, Alter. Wir sind gerade aus diesem Gerichtssaal rausgelaufen. Like Warriors. Du hast es schon angekündigt. Nisa und Cheyenne haben es auch angekündigt. Da habe ich viele Nachrichten gekriegt. Hey, was war denn mit der Polizei, worüber man nicht reden darf? Jetzt haben wir glorreich gesiegt. Aber sag nicht wer, Alter. Du, ich hatte damit gar nichts zu tun. Das Einzige, was ich damit zu tun habe, ist, dass ich eine kleine Aussage machen musste, weil du meinen Namen mit erwähnt hast. Aber ansonsten hatte ich damit nichts zu tun. Leider. Das stimmt. Du hast meinen Namen als Notfallkontakt angegeben. Das ist so, wie wenn man Pausenbrot nicht hat und dann die Klassenlehrerin die Mama anruft. So war das. Aber fangen wir doch vorne an. Genau. Ganz vorne. Sollen wir Mainz anfangen oder einen Schritt zurück? Ganz vorne. Ganz vorne. Wenn müssen wir, also guck mal, wir haben es ein paar Folgen schon mal angeteased. Das, was jetzt kommt, beruht zu 100% auf wahren Begebenheiten. Und ich selbst habe es, bis ich Akteneinsicht hatte, wir reden von so einer Akte, ja. So eine Akte, dick wie zwei Bibeln und ein Koranakte. Korrekt. Bis ich diese Akteneinsicht hatte, dachte ich, Salim hat sich was aus dem Arsch gezogen. Die nachfolgende Story ist so unglaublich, dass man sie eigentlich nicht glauben kann. Genau, und es wurde von Profis durchgeführt. Bitte nicht versuchen, zu Hause nachzumachen. Weil es könnte sein, dass da ein paar nette Burschen an eure Tür rumklopfen. Also, ja, vor allem, das waren verschiedene Profis, verschiedene Nationalitäten, aber alle diese Profis hatten sein Gesicht. Die sahen alle aus wie Salim. Genau, stimmt. Es gab eigentlich nur einen Profi, der das gemacht hat. Es war eigentlich eine Person. Es gab keine anderen Beteiligten. Korrekt, eigentlich gab es echt nur eine Person. Ganz genau. Ich suche nur noch gerade Ich suche gerade noch diesen Aktenvermerk, also diese offizielle Story von denen, das suche ich gerade noch, damit wir auch so eine Aktenstory haben. Ja, aber tu dir selbst einen Gefallen und nenn weder den Namen der jeweiligen Behörde, nein. Noch irgendwelche, also man kann es ja, wir müssen es umschreiben für euch. Ja, ne? Wenn es genau nennen, hast du direkt die nächste Klage am Hals. Das stimmt, deswegen machen wir keinen Namen, nichts, ich suche einfach nur dieses, ich weiß, wem ich das geschickt habe, ich weiß es. Auch diesen Namen solltest du nicht nennen. Benny. Ah ja, okay, auch kein. Also sein Name ist nicht Ben. Oh, gerade mal die Kurve gekriegt. Sehr gut, ich hab alles. Okay. Dann fangen wir. Ich will gerade, dass wir anfangen. Fangen wir mit den Polizeidingern an. Nein. Fangen wir an bei dem. Das ist der Reveal besser. Fangen wir an bei dem, was in deiner Kindheit passiert ist, diese ersten kleinen Delikte, weil das muss man. Fass uns mal deine Karriere zusammen als kleiner Straßenverbrecher in Bad Kreuznach. Wir müssen damit anfangen, weil dann ist die Grundlage muss klar sein, sonst macht das nachher keinen Sinn. Okay, verstehe, alles klar, okay. Dann machen wir es wie so ein Netflix-Film. Wir sehen, was da passiert, genau, okay, ja. fangen wir so an, okay. Ich kann immer die Bälle rüberspielen. Okay, also. Es war im Jahr 2019, genau, es war Corona-Zeiten und dann. Nee, vorher, also wir müssen Bad Kreuznach anfangen, du als junger Typ. Ah, als junger Straßenknecht. Ja, du musst nur das zusammenfassen. Okay, also. Mit diesen Gutschein und so, nur grob zusammenfassen. Genau. Also weil die Grundstory ist wichtig, weil du ja dadurch angezählt wirst bei den Behörden. Man okay, muss eigentlich da anfangen, weil nur darauf basiert ja dann alles, dass sie so skeptisch waren und nicht miteinander geredet haben. Okay, verstehe. Okay, fangen wir ganz vorne an. Vitamin X Werbung. Diese Folge Vitamin X wird präsentiert von AG1, deinem super Supplement mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und lebenden Kulturen. Und diesen Monat legen wir viel Wert auf Erholung und geistige Fitness. Und durch die B, C, D, A bis Z Vitamine sorgt AG1 dafür, bei der geistigen Klarheit und für eine körperliche Fitness. Und wenn ihr jetzt bei athleticgreens.com/vitaminx bucht, kriegen Sie was gebrannt? Genau, es gibt unter dem Link www.athleticgreens.com/vitaminx so ein Package, bestehend aus natürlich einem AG1-Package. Da drin ist unter anderem so ein fresher Mixer, Messlöffel und natürlich ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Und noch irgendwas gebrannt? Was ist, wenn es mir nicht gefällt? Wenn es mir nicht gefällt, dann natürlich 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Einmal am Tag AG1. Ihr braucht eigentlich nur noch Wasser, den Rest liefern wir euch, ne? Fertig. AG1 am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und am besten noch ein bisschen, so mache ich das immer, Ingwersaft, Limettensaft, Wasser, AG1 rein, zack. Oder wie ich, einfach einen Kaffee. Also ich mache es im Kaffee. Es gibt so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Die könnt ihr euch auch durchlesen. Ganz wichtig, www.athleticgreens.com/vitaminx ist hier bei YouTube, bei Spotify, bei allen anderen Audioplattformen unten angepinnt. Einfach auf den Link klicken. Zacke, gönnt euch das. Danke. Und nun zurück an die Front. Vitamin X, Werbung, Ende. Okay, also ich war ein kleiner, unprivilegierter Bursche. Eltern sind arm, frisch nach Deutschland gekommen, kein Deutsch, arm.
Alles musste man sich mit drei Geschwistern teilen. Das, was jeder Besucher meines Solo-Programms Cancel Culture schon mitbekommen hat. Ich habe es auch bei Patreon mehrmals erzählt, habe so Kinder-DNA von mir hochgeladen und auch so Kinderbilder von mir. Ich bin sehr fetter, gemobbter, dreckiger. So, auf jeden Fall, nichts war mir geschenkt und mein Problem war aber immer, ich war immer ein Problemlöser. Das Problem ist, manchmal sehe ich Sachen, die normale Menschen als Gegebenheiten sehen, sehe ich als Problem, was man lösen kann. Das heißt, ich habe kein Cash. Ich sehe so, das ist doch eine Schwachstelle. Wenn ich das doch so ausnutze und bei den meisten Leuten hört das dann auf mit da und dann gibt es irgendwo anders dann Leute, die hören dann nicht auf, sondern die ziehen das bis zum Ende durch, um sich selbst zu beweisen, ob das, was sie glauben, was funktioniert, funktioniert. Ganz einfach. Das heißt, zum Beispiel gibt es Coupons und dann sehe ich irgendwo als Kind Coupons und sehe ich, die haben alle die gleiche Nummer, die Coupons. Und ich sehe, ach, ich habe ja gar keine Überprüfung, ob dieser Coupon jetzt der Coupon vorher ist. Dann dachte ich, theoretisch, der nächste Schritt in meinem Gehirn ist dann, wenn ich das jetzt kopiere und die nebeneinander mache, kann man die nicht unterscheiden. Ich teste das mal bei welchem Laden war das? Subway. Und dann gehe ich hin, die haben früher so Stamps, die abgegeben und dann gratis Sandwich in der Hand. Lecker, hat geklappt. Und das passiert die ganze Zeit immer wieder. Wenn ich irgendwas sehe und ich bin dann so kurz, hä? Gabriel, denkst du das, was ich denke? Wenn das, wir reden ja immer zusammen. Dann sagst du immer, ey, das ist aber illegal. Und dieses Ding, also für mich existieren ja keine Gesetze. Für mich ist ja einfach nur, also schon mit Mördern und so, aber sowas wie Straftaten, da bist du, das ist ja dann so krass, aber so kleine Betrugsdelikte nimmst du mit. Genau, wenn's Betrug, also deswegen war ich ja, also mein ganzes Informatik-Ding, ich war ja Security und Testen. Das war mein Informatik-Arbeit. Ich habe einen Code und ich muss gucken, wo ist die Schwachstelle von diesem Code, um Hacks zu prognostizieren. Das war ja 3 Jahre lang meine Aufgabe. Ich gucke, da ist eine Lücke. Wenn ich das jetzt nutze mit einem Drillbit, dann bin ich in deinem Konto drin und kann dein Konto leerräumen. Das ist alles, was ich mache. Und so laufe ich ja in der Gesellschaft. Also, was du machst, ist Konten leerräumen. Genau, so präventiv warnen. Ich weiß, was du meinst. Hier könnte man das leerräumen. Ja. Leider ist es jetzt schon leergeräumt, weil ja, da war klar, schon ein Hacker. Du hast Security gelernt, aber Security kann man ja auch für Hacken und für Angriffe alles nutzen. Alles Hacken. Also, wenn ich Gesetze sehe, irgendjemand sagt, ja, jeder Ukrainer bekommt 20.000. Aber viele Ukrainer haben keine Papiere dabei. Deswegen geben wir denen trotzdem 20.000. Ja, plötzlich bist du mit Sonnenblumenöl da und sagst, du kommst aus der Ukraine. Genau, so, automatisch. Einfach nur gucken, ob das funktioniert. Klar ist das Betrug und sowas hinten dran, aber ich will einfach nur die Lücken schließen. Das heißt, ich bin so ein Cyber-Security-Special. Du bist wie so ein Produkttester, der sagt, Leute, guck mal hier, ist mir was aufgefallen, zack. Hey Leute, wisst ihr eigentlich das? Aber statt zu das sagen... Das heißt, bei Subway, du wolltest die nur darauf hinweisen, dass man so gut, du wolltest ja nicht umsonst essen. Genau, oder so, und danach haben, die mir auch einen Jahres-Award von umsonst gegeben, weil ich dir auf diesen Fehler hingewiesen habe. Es hat halt so 23 Cent... Und jetzt die wahre Story? Schon so, also ich habe mir diese 100 im Vorschuss geholt und dann, als sie mir Hausverbot gegeben haben, habe ich mir das reverse-engineert, so schön geredet, dass das so war. Aber du kennst mich, ich kann es gut schön reden. So, das ist... Ja, aber weißt du, was witzig ist? Meine einzige jemals kriminelle Sache, die ich auch gemacht habe, habe ich das mal erzählt mit diesem Gutschein? Habe ich das nie erzählt? Das Kriminellste, was ich je gemacht habe, ist zum Glück verjährt und ich war da 16. Wir waren vor 12 Jahren, ich war 16, in Lorette Mar, ne? Lorette, wir hatten jeder 100 Euro dabei, dachten, das reicht für eine Woche, die waren nach 2 Tagen von der Woche weg, versoffen, ne? Waren Lorette, hatten kein Geld, waren broke, wir waren nur so 4 16-Jährige und ein 18-Jähriger, den wir dabei hatten, so als wie so Mama-Zettel, dass wir überall reingekommen sind. Da waren halt nur Kids, wir hatten kein Geld. Wir waren mit so einer Reise-Ding, ich weiß gar nicht mehr, ob es Ruf oder Jam war, auf jeden Fall mit einer von diesen Reisegruppen-Dingern für so Jugendreisen waren wir da unterwegs. Wie gesagt, 16-, 17-Jährige, Minderjährige, zum Glück alles verjährt. So, und dann waren wir da, hatten halt kein Cash mehr. Aber Folgendes ist passiert, am ersten Tag, als wir da waren, das erinnert mich hart an deine Subway-Situation, konnte man für 10 Euro damals bei diesem Ding, hier für 10 Euro könnt ihr 3 Getränkemarken kaufen, die könnt ihr in einem Club namens Beep einlösen. So. In diesem Club haben wir die eingelöst. Diesen Club gibt es auch heute noch, deswegen nenne ich den Namen nicht, weil die suchen mich, glaube ich, noch. Diesen Club könnt ihr das einlösen, alles klar. Dann haben wir diese 3 Marken da gekauft für 10 Euro und haben da 3 Getränke gekriegt, wo 1 normalerweise 10 Euro gekostet hätte. Aber dieser Club hat mit dieser Jugendgemeinschaft so einen Deal gehabt, damit die Kids alle dahin laufen. Gutschein eingelöst, kein Geld mehr gehabt. Zweiten, dritten Tag sind wir da so, kein Geld. Ich finde so einen von diesen Gutscheinen. Ich denke so, Digga, das ist einfach nur ein Stück Papier. Und ich konnte ein bisschen Spanisch, weil ich in der Schule Spanisch hatte. Da habe ich so geguckt. Googelt, ich glaube, da hatte ich nicht mein Handy, ich habe irgendwo gegoogelt. So, gibt es hier einen Copyshop? Gefragt und zufälligerweise war in ganz Lorette nur ein Copyshop und der war direkt in die Ecke. Ich bin da reingegangen, ich so, hey, Spanisch, pardon, Señor, kannst du mir hiervon 3 Stück machen? Mal? Oder wie viel kriegst du auf ein Ding? Ich so, ja, ich mache dir hier auf ein Blatt, hätte so 18 Stück gekriegt davon, ne?
So, und 18 mal 3, dann hatte ich so, weißt du, hatte ich dann so 50 von diesen Dingern. Ausgeschnitten zu Hause mit der Schere. Bin da rein, wir haben den ganzen Abend freigesoffen. Ich dachte so, geil. Zweiter Abend wieder. Am dritten Tag dachte ich, Digga, ich könnte die an andere Kids verkaufen. Ich da rein, 1000 Seiten drucken lassen. Verkauft. Im Club, Leute am Klo angelabert. Hey, sorry, are you from Germany? Ja, ich bin auch Deutscher, was geht, Alter? Wir fliegen morgen zurück nach Deutschland und ich habe hier noch Getränkemarken übrig. So gezeigt, wenn die auch von Jam waren, ah ja, die kenne ich von Jam. Ich so, hier, ich hab, kann dir die geben. Oh, ich habe noch voll viele. Sag mal, gibst du mir einen 20 und ich gebe dir 10. Normalerweise hättest du für einen 20 halt nur 6 gekriegt. Also das heißt, ich kann für 100 Euro saufen, wenn ihr mir 20 Euro gibt. Ey, geil, Digga, danke dir. Und dann andere Reisegruppen. Was ist das? Ja, hier von Jam. Ich zeig's dir. Ich gebe dir einen aus, das funktioniert. Gebe ich einen aus, sag, funktioniert. 1000 Euro gemacht innerhalb von einer Nacht. So, alles gut gegangen. Am nächsten Tag dachte ich, okay, das wird mein neuer Job. So, einfach um Klo Leute anlabern, diese gefälschten Marken verkaufen. Dann irgendwann Fehler gemacht, selbst gesoffen am vorletzten Abend. Und da waren dann so ein paar Girls, die ich kannte, auch aus dem Saarland zufällig, von so einer anderen Schule, wo ich nie eine Chance gehabt hätte, so als Broke-Ass-Motherfucker mit 16 so verpickelt, nie eine Chance gehabt. Und ich so, ey, ich kenne ja den Chef vom Laden, ich kann Drinks for free regeln, so viel ihr wollt. So getan, als ob, ne? Die so, oh krass, du kennst einen Ladenchef in Lorette, voll krass. Oh, wow, Marvin, ich gar nicht gedacht, du bist ja voll der Wichser sonst, der so Gehfehler kriegt in der Schule, krass. Ich so, ja, Marie, ist kein Akt, so. Bestell so mit meinem Märkchen so. Ich so, ey, mach mal 18 Drinks oder so. Bestell so. Und beim Bestellen hole ich hinten so ein Bündel mit so diesen Dingern raus. Und diese Tussi lässt mich so bestellen und labert so auf Spanisch zu dem Typen. Ey, el cabrón. Das ist der cabrón. Müsst ihr euch schnappen. Und ich guck nur so. Und auf einmal da hinten guckt Security da. Weil die haben mich schon gesucht. Weil die gedacht haben, wo kommen diese ganzen Gutscheine her im Umlauf? So viel haben wir nicht gedruckt. Sondern ja viel mehr als im Umlauf waren. Weißt du, davon waren ein paar hundert im Umlauf. Ich habe tausende in Umlauf gebracht davon. Zeigen sie auf mich. Ich renne nur noch. Kumpel, der dabei war, ich nenne den Namen nicht. Ich habe den seit Lorette nie wieder gesehen. So gerannt mit mir zusammen. Weil er war mein Dings. Der hat mir Leute immer zugespielt. Ey, bei ihm könnt ihr die kaufen. Der war wie so ein Ford-Dealer. Wir rennen so raus aus diesem Laden. So. Er in die eine Richtung, ich in die andere. Diese Typen rennen mir so hinterher. Und die so, kommen so zu mir, ficken mich. Kicken mich so um, treten mich. Ich lieg so am Boden. Ich so, ey, sorry. Und die so, okay, wir la Polizia, wir rufen die Polizei und alles. Und ich so, ey, wieso denn? Und die so, diese Gutscheine. Woher hast du diese Gutscheine? Senor, woher sind diese Gutscheine? So Spanisch mit denen geredet zum Glück. Und dann, ich so, ja, die hab ich gekauft. Wie, die hast du gekauft? Ist nicht du die verkauft? Ich so, nee, ich hab die gekauft. Bei so einem Typen und hab meinen Kumpel, der in die andere Richtung gelaufen ist, beschrieben. Ich voll Idiot. Ich so, der sah so und so aus, mit so einer roten Mütze, hab genau den beschrieben. Und die so, ah, der mit dir gerannt. Ja, ich hab die gerade in dem Moment gekauft. Sorry, ich wusste es nicht. Ah, Entschuldigung, alles gut, wir lassen dich. Sind los, ich habe mich verpisst, weggelaufen und die haben diesen Typen die ganze Zeit gesucht. Dann habe ich den von irgendwo angerufen, ich so, ey, wir müssen uns verpissen. Und dann haben wir uns die letzten zwei Tage in Lorette versteckt. Nicht mal im Hotel, wir haben es einfach, weil die uns überall gesucht haben. Die haben ein Hotel mit Bildern von uns gefragt, wo wir sind. Wir haben es einfach versteckt. Ich habe mich zwei Tage in Lorette versteckt, bis der Reisebus zurück ist. Und bin so mit Sonnenbrille und so nach unten Kappe zurückgefahren und habe danach jahrelang noch Schiss gehabt, dass die mich suchen. Ich habe die um tausende Euros Getränke betrogen. Weil ich habe die ja für ein Zehntel von dem, was die Getränke wert waren, verkauft für ein paar tausend Euro, die wir da versoffen haben. Aber das war jetzt zehnfache wert. Ich habe dafür 20.000, 30.000 Euro Getränke im Umlauf gebracht. Auch in zwei verschiedenen Clubs sogar. Aber in dem einen, in dem ich gefickt wurde, halt am krassesten. Und ich habe keinen Cent mehr nach Hause genommen. Ich habe alles versoffen da. Aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Geld hatte. Und das war halt dieser krasse Ponzi-Scheme. Deswegen, ich fühle dich so ein bisschen, aber ich habe danach nie wieder sowas gemacht. Aber genau das, was du mit Starbucks gemacht hast, habe ich halt in so einem direkten Verbrecherkartell innerhalb einer Woche aufgezogen. Ja, viel von diesen Momenten gehabt, auch bei Payback-Punkten war das genauso. Hoffentlich hören die das jetzt nicht. Nicht Payback, Layback heißen die, glaube ich. Und Layback hat halt so ein System, dass die manchmal so 20-fache Rewe-Coupons und sowas haben. Ja, du kennst es ja, und Payback ist ja wirklich Geld. Jeder Punkt ist ein Cent. Das heißt, die haben manchmal so 50-fache Punktzahl von Rewe-Einkäufen. Und dann bin ich über auf diese Idee gekommen, dass ich dann so Avocados genommen habe. So bip, und dann stand da Menge eingeben. Und dann war ich so, und dann Payback eingeben und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, warte mal, ich kann die Menge ja selber bestimmen. Was ist, wenn ich mich vertippen würde und statt einer Avocado 999 Avocados nehme und erst nach der Bezahlung feststelle, dass das ein Fehler war, nachdem ich die 20-fache Punktzahl dann umgerechnet 6.000 Euro Payback-Punkte kassiert habe. Challenge accepted. Bip, was ist denn das passiert? 16.000 Euro steht da. Ja. Oh ja,
ich so voll verballt, Techniker von Security. Aber diese steht 17.000, aber es ist ein bisschen teuer, wie Inflation, wisst ihr, ist so schlimm schon? Wir so, oh, aber ich mache eine Stornierung. Payback-Punkte bleiben drauf. 6.000 geprintet. Baby, won't you come my way? Und dann haben sie sich dafür gefickt? Nein, natürlich nicht, war aus Versehen. Wie gesagt, ich bin kein Typ, der all in reingeht. Ich will im Falle eines Falles noch glaubwürdig abstreiten können. Weißt du, was witzig ist? Mein erster Job, den ich je hatte, war ein Praktikum bei Payback. Ich habe bei dieser Betreiberfirma von Payback in München bei Loyalty Partner mal ein Praktikum gemacht. Kein Witz. Ich habe dann ein Praktikum gemacht. Warum machen die das? Ich verstehe immer noch nicht, bis zum heutigen Tag. Naja, wegen den Daten. Wegen den Daten. Wie verkaufen die das? Naja, das sind Konsumerdaten, die kannst du nutzen, um. Du weißt genau, wer was im Kühlschrank hat. Das kannst du nutzen, um die Leute mit Targeting Werbung zu bespielen. Du hast ja, bist ja komplett gläsern. Also das geht nur um die Daten. Also Payback und die ganzen angeschlossenen Unternehmen, DM und so, machen das nur wegen den Daten. So. Ich habe genau da ein Praktikum gemacht. Deswegen darf ich da auch gar nicht detailliert drüber wahrscheinlich reden. Hab bestimmt mal irgendein Compliance-Ding unterschrieben mit 18. Aber der Grund ist ja offensichtlich, die Daten. Und mehr werde ich dazu nicht sagen, weil wie gesagt, ich habe da gearbeitet. Weiß nicht, ob ich mich da, weiß nicht, vielleicht, ist ja auch so, wenn du mit einer anderen Firma arbeitest, unterschreibst wahrscheinlich irgendwas. Ja, aber da musst du sagen, ich habe das in der Doku gesehen oder so. Ich habe damals in der Doku gesehen, die so während mein Praktikum lief. Ne, wie gesagt, ich rede da jetzt nicht detailliert drüber, aber die Daten sind der Grund, wie bei all solchen Systemen. Damit du halt Daten und Kundenbindung, die Kombination aus beiden, ne? Kundenbindung. Und Payback ist halt deswegen so mächtig, weil halt viele Firmen alle das gleiche System nutzen, ne? So. Und die Firma macht auch neben Payback noch dann, keine Ahnung, so Deutschlandcard und Miles & More von der Lufthansa und so, ne? Die sind auf diese Loyalitätsprogramme quasi spezialisiert. Ist aber cool. Also ich kann über die nichts Schlechtes sagen. Ist wirklich toll. Ja, sowieso. Also die sind wirklich. Das ist halt auch clever. Also guck mal, am Ende des Tages, ich meine, den Kunden, den Leuten, die das nutzen, ist ja klar, ich tausche meine Daten gegen Rabatte. Für den Endkonsumenten ist es super, der kriegt Rabatte. Und wenn es ihn nicht stört, gläsern zu sein, was du ja mit Facebook, Insta und so eh heutzutage bist, who cares? Ne? Ist jetzt zu deinem Besten. Es ist nur, wenn du halt so ein Datenschutzfreak bist, ist halt nervig. Aber das sind ja nur 0,1% der Bevölkerung. Für alle anderen, Attacke. Ich selbst würde es nicht machen. So. Weil ich habe eh keinen Kühlschrank, wo ich was reinmachen kann. Gehe eh nichts einkaufen. Ich esse Döner. Aber wenn mein Dönerladen Payback anbieten würde, würde ich es auch nicht machen. Und du? Wie war das damals? Also du wirst nie gefickt, weil du da so kleine Tricks gemacht hast. Nein, wie gesagt, das ist der Vorteil bei mir. Ich sehe hart dumm aus. Wenn man mich anguckt, denkt man, boah, der Typ ist so dumm. Der sieht so dumm aus. Wir trauen ihm zu, dass er so dumm ist und aus Versehen 12.000 Avocados da bezahlt hat. Und er das nicht besser wusste. Das ist das Gute bei mir. Dass ich dann so hart dumm aussehe und die Leute das dann immer denken, ja, der Typ ist hart dumm. Das heißt, bei mir achten die nur auf Diebstahl und sowas. So dumme Straftaten. So, du nimmst die Sachen, frisst die, beißt da. Also digitale Punkte mitnimmst, daran denkt Nein, keiner. Nein, daran denkt doch keiner. Das ist der Vorteil in diesem Outfit. Genau, und dann sitze ich da, oh, das mache ich gleich mit den Punkten. Und dann gehen die eh automatisch zurück, oder? Ich weiß, dass die nicht automatisch zurückgehen. Wenn das einmal abgeschlossen ist, geht da nichts mehr zurück. Bei aktiven Käufen, bei so richtigen Transaktionen geht nichts mehr zurück. Das weiß ich ja, habe ich ja vorher getestet schon. Aber dann gebe ich nicht da immer, oh, Entschuldigung. Dann gehe ich von dem einen Rewe, in den nächsten Rewe. 30k, brother. Baby, won't you come my way? Aber das war noch so Level 1 damals in Kreuznach früher. Das ist heute noch. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen. bei Telekom. Dann kam einmal bei Telekom diese Lehre, wo ich dann gedacht habe, interessant, weil Telekom ist auch so ein Riesenpartner, was so Treuepunkte angeht. Und wenn du Nummern portierst, also wenn du angenommen, du nimmst die Nummer, die Handynummer von deinem alten Vertrag mit. Merkst du immer, dass wenn du bei Telekom oder so hingehst, einen neuen Handyvertrag abschließt, die wollen dir ja immer eine neue Nummer andrehen. Die sagen immer, scheiß auf deine alte Nummer, scheiß drauf. Weißt du, die sagen immer, scheiß auf deine alte Nummer, wir geben dir eine neue, die ist eh besser. Das wollen die immer anreden. Warum? Weil, wenn du deine Nummer portierst, ist dieser Vertrag nicht nur schwebend, der ist abgehoben unwirksam, solange bis diese Portierung geklappt hat. Angenommen, ich will deine Nummer portieren. Ich mache einen Vertrag bei Telekom. Ich weiß, das ist mir schon öfter passiert bei Mitarbeitern, dass sie portieren wollten, deren Blau oder irgendwelche so Ratten, 7 Euro, Aldi-Talk-Anbieter, das nicht gecheckt haben und dass dadurch dann der komplette Vertrag storniert. Und natürlich wollen die dir deswegen eine neue Nummer andrehen. Sehr gut, aber. Also ich habe den Fall 100 Mal gehabt. Aber. Todesnervig. Aber. Das ist jetzt nervig aus deiner Perspektive. Aus meiner Perspektive denke ich, geil. Ich habe das schon gecheckt, was du da gemacht hast. Nein, nein. Du hörst dich wie so eine Kakerlake an die Portierung ran. Genau, das heißt, ich gehe hin, tu so, als würde ich einen Telekom-Vertrag, ich gucke, was bei Layback angezeigt wird. Und dann kommt 500.000 Payback-Punkte für einen Telekom-Familien-XXXL-Vertrag. Ich so, aktivieren, gehe ich hin,
Ich würde gerne die Nummer, meine Nummer portieren. Echt, was ist denn Ihre Nummer? 01807777. Oh, das ist eine tolle Nummer. Ja, die portieren. Und dann labert er mich voll. Möchten Sie nicht eine neue Nummer haben? Nein, nein, nein. Ich will 01777777777. Okay. Tschick. Payback. Pick. Dann laufe ich irgendwann und rufe mich nach einer Woche an. Oh, das ist so schade. 777 geht gar nicht. Haben Sie da richtig überprüft? Ich so, oh, hat's gar nicht gewusst, was abgehen, Tina. du bist so ein kleiner Schlingel. Richtig Guck mal, Schlingel. Ich würde sowas niemals machen. Ich habe damals... Du hast es gemacht, sogar schlimmer. Nein, mit 16. Gehielt. Mit 16. Mit 16 in Lorette, Rücken zur Wand, betrunken, als kleiner, verpickelter, saarländischer Vollbauer, der nicht wusste, was abgeht. Und es war mir eine Lehre. Ich habe sowas nie wieder gemacht, weil dieser schwitzende Arsch, weil damals wusste ich ja nicht, dass Interpol wegen sowas nicht sucht. Ich habe wirklich, bis ich 19 war, ich mal paranoid da rumgerannt und hab immer, wenn ich Spanisch gehört habe, gedacht, okay, ich werde jetzt verhaftet. Ich war jahrelang paranoid, ich habe mir geschworen, ich werde nie wieder sowas machen. Und es war auch dumm, aber es war eine Notsituation. Bei dir ist ja, du bist Multimillionär, zählst du deine Bitcoins und denkst dir, ah, jetzt noch so ein paar Avocados vom Payback wegsnacken. Du bist ja in eine ganz andere Situation, du bist ja schon hier oben. Du bist so, als würde Michael Jordan versuchen, mit so Ananas Körbe zu werfen. Genau, aber ich könnte zum Beispiel nicht, was ich nicht kann, ist zum Beispiel von irgendjemandem was zu nehmen. Wenn ich wüsste, hier hast du jetzt 5 Euro und den nehmen wir von der Hildegard weg. Das könnte ich nicht. Nee, du machst es bei multinationalen Konzernen. Genau, ich finde das so ein Ruhm-Multimilliarden, so digital, dann checkst du, dass dieses Geld fake ist. Und wenn du das aus der Fakeness holst, das Geld sind wirklich digitale Punkte, fake, und jeder in der ganzen Kette gewinnt. Alle. Ja, vor allem deine Organe, wo dann dieses Rewe-Acai reinfließt. Du bist schon eine Legende, aber lass mal jetzt, wo wir so ein bisschen wissen, okay, er hatte früher Starbucks, er hatte dies, er hatte das. Was man aber sagen muss. Wie lange sind wir, Patrick? 22 Minuten, hat er gerade gesagt. Komm mal weiter. 22. Okay, wir schaffen die Folge, ohne diese Story anzufassen. Ich glaube, wir werden einen Alley-Oop auf die Story auf irgendeine andere Folge machen. Ja, auf jeden Fall. Dann lass aber noch kurz über dein Dings reden. Also Salim hat eine kleine kriminelle Karriere hinter sich. Und es ist vielleicht sogar wichtig, dass wir einen zweiten Teil daraus machen, damit wir über das andere in Ruhe reden können. Voll. Aber erzähl mir noch ein bisschen, weil was ich geil fand, war zum Beispiel dieses, wir hatten beide einen eBay-Shop. Ich hatte einen legalen eBay-Shop, ich habe Pokémon-Karten eingekauft, verkauft, ne? Bin zu so Kindern, die loswerden wollten, mit so 14 bis 18, zu so 8-Jährigen, habe mir da so ein paar Gluraks und so aufgekauft, Sachen aufgekauft, Sammlungen gekauft und habe die dann einzeln weiterverkauft. Was du aber auf eBay gemacht hast, war nochmal Next-Level-Shit, weil da war es erstmal, wo die Behörden gegen dich ermittelt haben, als so 8-Jährigen oder so, ne? Genau, oder 12-Jährigen. Ja. Genau, also wie ich ganz einfach mit eBay angefangen habe, war. Es war auch wieder so ein Kindheitsding und das war einfach so ein hartes Experiment, was dann so richtig eskaliert ist. Ich wollte irgendwann mal, ich hatte so PC und wollte so PC-Spiele kaufen. So ein ganz bestimmtes Kackspiel, was es eigentlich nicht gibt. Das hieß Commandos. Da warst du Zweiter Weltkrieg und dann hast du so, so amerikanische Soldaten Spezialeinsatzkommandos genommen. So Green Beret und sowas. Ganz normal als 12-Jähriger. Ganz normal, das wollte ich haben. Commandos heißt das. Richtig altes Drecksspiel. Das wollte ich haben. Aber das gab es nirgends. Das gab es immer nur in 12.000er Packs mit irgendwelchen anderen Spielen. Commandos und dabei noch Rayman 3, Worms und viel mehr. Und mich hat das immer abgefuckt. Obwohl es so billig war, so 10 Euro gekostet hat, hat mich das so abgeschreckt. Dass du das im Pack holen musstest. Genau, weil ich keinen Bock auf den anderen hatte, weil die anderen hatte ich schon. Ich hatte schon Worms und sowas. Das heißt, ich habe überlegt, dadurch, dass mich das so abgefuckt hat, dass ich das dann nicht genommen habe. Obwohl ich das hätte kriegen können, habe ich so davor gezweifelt. Dann dachte ich mir, so, irgendwann kam dann mein Nachbar, Wladimir Bestermann, Genosse. Der war voll scharf auf Worms, dass er Worms nicht finden konnte. Und ich habe mit ihm darüber geredet, der hat gesagt, bis dir, ich hab's auch nicht geholt, weil da waren Drecksspiele dabei. Und dann war das so der Moment, wo ich gedacht habe, warte mal, du wolltest Worms? Und ich wollte Commandos. Wir haben auf dasselbe Ding geguckt, wir haben es beide nicht gekauft. Dass ich dann dachte, was ist, wenn ich diese ganzen Dinger kaufe, diese Gesamtpacks, und dann auf einmal lass ich alles einzeln verkaufen. Das ist ja genau das, was ich gerade beschrieben habe in Pokémon. Ich habe ganze Sammlungen, hunderte Karten gekauft, die keiner haben wollte, aus dem Grund, weil da nur ein Glurak war und die denken sich, jetzt zahle ich keine 100 Euro, wenn ich nur für 10 Euro das Glurak will. Da habe ich 1000 Karten gekauft, Glurak für 10 Euro, Raichu für 10 Euro, Noxia für 10 Euro. Ich habe genau das gemacht. Geil. Und was ich auch gemacht habe, Überraschungseiermännchen, ich habe dann alle gekauft von den Funny Funten, Happy Hippos, ich habe dann so ganze Töpfe voll, wo so 100 Überraschungseiermännchen waren, hab die sortiert nach Qualität, hatte dann 100 Mal Moritz Stibitz von den Fanten oder so und hab dann einzelne Ü-Eiermännchen verkauft und aber auch ganze Zehner-Serien und lustige Taschenbücher. Das waren meine drei Sachen, die ich hatte. Ah, von Donald Duck und so lustige Taschenbücher. Donald Duck, lustige Taschenbücher mit diesen Bildern außen, habe ich heute auch noch alle. Ich habe alle LTBs, die es gibt zu Hause. Geil. Ich habe alle Sammlungen von den Überraschungseiermännchen, solange es die noch gab. Geil. Und ich habe alle Pokémon-Karten, die es jemals gab, zu Hause. Geil. Also nicht zu Hause, sondern
in einem Bankschließfach bei einer Bank im Saarland. Pokémon Bank. Ich habe alle Pokémon-Karten, die es gibt. Und ich habe, du hast ja gesehen, ich habe allein 100 Gloraks. Also ich glaube, ich bin so Top 10 in Deutschland, was Gloraks angeht. Voll, voll. Ich hab ja alle, weil ich das ja gesammelt habe zum Zeitpunkt, wo die 10 Euro gekostet haben. Jetzt kosten die ein paar Tausend. Und auch bei diesen Bitcoin, mein Vermögen besteht zu, obwohl ich eine Firma habe, zu 90% würde ich sagen, aus Pokémon-Karten. Voll. Und ich habe aber den Zeitpunkt nicht geschafft abzuspringen vor einem Jahr, wo dieser harte, bullische Markt war. Jetzt muss ich ja wieder ein Jahr, zwei warten, bis nochmal die Freaks anfangen. Voll, also ich verstehe das komplett. Also ich kann das auch nachvollziehen, zum Beispiel, was dann das andere war, da war so ein Ed Hardy-Hype. Und dann habe ich. Aber das war ja noch legal bis dahin. Jetzt kommt ja das, wo es erstmal die Behörden dich ficken wollten. Genau. Kannst du ruhig drüber reden, weil du warst ein Kind, ist verjährt. Genau. Wie mein Lorette-Ding, deswegen rede ich auch darüber. Es war dumm, aber es war klein Kinderstreich. Genau, das, was ich noch als Kinderstreich gemacht habe, war, ich habe gesehen, Ed Hardy ist voll beliebt. Und dann habe ich gesehen, wo kriegt man Ed Hardy her? Und dann kam irgendwann dieses erste, das war der Beginn, das war so der erste Dropshipper. Dass dann so in China die ganzen Waren herkam. Du warst der erste Dropshipper. Wirklich der erste Dropshipper. Habe so eBay eingestellt und dann bei über China bestellt. Über Store 555 hieß es damals und EC-Schein und so hießen die. Das waren so einfach so Vorgänger von Alibaba. Genau, so Secondhand-Ware von den Markensachen. Das waren Markensachen und die in der Fabrik. Das nennt man nicht Secondhand, das nennt man eigentlich. Nee, also es ist so. Gefälscht. Nein, das waren kaputte Sachen von der Fabrik. Aber waren das echte Ed Hardys? Ja, aber so die man eigentlich hätte wegwerfen müssen. B-Ware. Genau, nicht mal B-Ware, das war eher so ein. Fabrikfehler. Genau, Fabrikfehler, zack, hier ist so Ed Hardy, die Tinte war falsch, irgendwie sowas. Und dann haben die das da angeboten für ein paar Cent. Mhm. Und dann habe ich diese immer so Sammeldinger gekauft, quasi selbe System wie mit dem Spiel, der Riesenbox voller Ed Hardy. Mhm. Und dann diese Ed Hardy Sachen so als Secondhand-Ware bei eBay eingestellt. Und das Krasse war, dadurch, dass das so einen Hype hatte, gab es nirgends. Es konnte einfach keiner kaufen. Ja. Das heißt, man hat niemandem was weggenommen, weil man konnte es eh nicht bestellen. Es gab es nirgends. Und dann war ich so, okay, Nachfrage ist der, kein Angebot, ich kriege ihr Angebot. Und dann habe ich das kleine Buchsche so auf eBay eingestellt, dachte ich, das kleine Buchsche, und dann zack, und dann Führerschein damit bezahlt. Aber nicht mal Führerschein gemacht, sondern direkt in Russland Führerschein gekauft, wo du schon 18 warst, als 14-Jähriger. Gekauft, jeden Tag zum Gehstock, so aus wie bei diesem Ali G-Film, bin ich in die Schule gegangen, das kleine Buchsche, und habe die so in so Umschlägen gestopft bei eBay. Und dann, ich habe genau das gleiche gemacht, nur halt legal mit Pokémon-Karten, Ü-Ei-Männchen. Meins war auch legal. Alles war hier legal. Aber es hat Schlitz auch. Und dann, was ist dann passiert? Dann kam irgendwann, als Ed Hardy dann in den Supermärkten war und überall in den Märkten, habe ich mich so angeklagt. Aber das Witzige ist ja, ich habe damals mit Alex McWilshaw, also du kannst dich ja überall anmelden, Hauptsache dieser Vorname kannst du immer freestylen. Der Nachname ist ja das Entscheidende beim Briefkasten. Wenn da steht Zamato, kannst du dir vorher nehmen, Alex McWilshaw, McHilson, dadurch, dass ich ja 4-5 war, konnte ich mich ja eh nicht anmelden. Das ist Geburtsdatum hoch angegeben. Ja, was da 13, 14, sowas. Irgendwie ne? sowas. Dann habe ich mich so Alex McWilson, Samato, McNickshaw oder so genannt. War immer nur Samato irgendwo drin. Genau, Hauptsache Samato zwischendrin. Das ist sogar falsch geschrieben, Sanatov. Aber der Brief, ich kannte ja den Postboten. Und gesagt, ich habe mich doch ein bisschen verklickt. Das stand so McWilshaw. Alles ausgerutscht auf Tastatur. Wenn du McWilshaw siehst, das ist ich. Das soll Salim heißen. Ich habe mich verklickt. Und so, diese Ausländernamen, ich kenne das. Die sind schwer zu schreiben. Ich so, richtig. Gibt es mir? Auf, dann bekommst du diesen Bestätigungscode. Hallo und herzlich willkommen, McWilshaw. Möge Ihre eBay-Reise beginnen. Ich so, McWilshaw ist angekommen. Und dann kam so eine fette Klage von so Gazillion Dollars an McWilshaw. Dann kam irgendwann die Bullen. Wo ist Mr. McWilshaw? Dieser, wo ist Mr. McWilshaw? Ich so, boah. Der hatte rote Mütze, ist da lang gelaufen. Rote Mütze, da lang. Und die überall gesucht, mich eine Woche lang Lorette Mar versteckt, weil die ganze Zeit McWilshaw gesucht. Da mussten die es fallen lassen, weil die wussten nicht, wer McWilshaw ist. Das Witzige ist, Salims Geschichte stimmt zu 100%. Ich habe nämlich die Akte gesehen, genau. Wo ich mich totgelacht habe, wo diese ganzen Kindervergehen drauf sind. Ja, ja. So Kaugummis geklaut, Yu-Gi-Oh-Karten. Genau. Nur so Level 1, das ist ja wirklich nicht mal Delikt, das ist ja noch so ja noch trainieren. Streicheleinheit. Also du siehst bei Salims Akte wirklich so von seinem 8. bis 13. Lebensjahr wirklich nur so Bananenschalen-Ausrutscher. Was mündet dann in dieser Ed Hardy-Geschichte? Genau, Ed Hardy ist quasi. Aber in dieser Akte steht was von gefälscht. Also wahrscheinlich haben die es als gefälscht gewertet. Ja, die Penner, Alter. Was fällt ihnen überhaupt ein, Alter? Ich habe zwei Garantien von Lily McWang Wong. Die mir garantiert hat. Die hat mir hoch und heilig auf den roten Drachen geschworen, dass das absolut original ist. Und das ist normales. Das ist ja so witzig, wenn da drüben auch so eine bärtige 13-Jährige mit deinem Gesicht sitzt. Weißt du, so eine Cousine von dir, die da ausgewandert ist, die genau das Gleiche macht. Also, komplett. Also wie gesagt, das ist das Gute. Ich glaube auch, ich habe so eine faszinierende Studie gelesen. Studie ist hart aus dem Arsch gezogen. Ich glaube, ich habe es einfach erfunden.
Und zwar jetzt. Genau, das ich jetzt gerade erfinde, dass wenn du so Filme guckst und du bist für den Bösewicht, dass du dann meistens von deiner Gesellschaft enttäuscht bist oder benachteiligt wirst. Und wenn du immer für den Guten bist, der ja für die Erhaltung des Systems kämpfst, du meistens in einer privilegierten Position bist du immer für den Guten, Anführungszeichen. Und wenn du jemand bist, der eher so benachteiligt ist, dass du immer für den Bösen bist, so psychologisch. Das heißt, wenn du einen Film guckst, Joker, Thanos, du bist für den Bösewicht, dann kann das sein, dass du nicht zufrieden bist, dich unfair behandelt fühlst. Das ist interessant, aber was ist denn mit Breaking Bad? Jeder ist doch für Walter White. Oder was ist mit Narcos? Jeder ist doch für Pablo Escobar. Wer ist denn bitte nicht für Pablo Escobar? Nimm mir eine Person. Nein, guck mal, du verwechselst das gerade was. Du verwechselst cinemagrafisch, verwechselst du gerade die zwei Sachen. Ja, du meinst nicht in der Serie, wo sie gehypt wird, sondern in echt? Nein. Also der echte Pablo, nicht der aus dem Narcos, langsam, sondern der echte. Walter White und Pablo Escobar sind ja in ihren Serien der Held. Nicht vergessen. Stimmt. Die sind Bösewichte und Helden. Genau, die sind aber der Hauptprotagonist und die anderen sind der Gegner. Das heißt, dann bist du ja für den Hauptdarsteller immer. Psychisch. Was ja. Ich meine ist, du hast einen Film, ganz normal, dann kommt der Böse rein. Und der Böse will den guten, Anführungszeichen, zerstören. Ah, du bist für Voldemort zum Beispiel. Das genau, Beispiel. Du bist für Voldemort, du bist für Thanos, du bist für Joker vom Batman The Dark Knight. Das wäre krass. Genau, das heißt, wenn du für den anderen bist, das heißt, du de facto, du guckst Batman an, der ist rich und verprügelt Verbrecher. Dann denkst du dir. Das ist ja krass, wenn du mitfiebern würdest, dass Voldemort alle killt, weil als Kind bist du so, Harry muss das schaffen. Und wenn du als Kind schon für Voldemort bist, dann hast du echt ein psychisches Problem, Alter. Genau, weil du willst, hey, das ist die Welt, die mich nicht akzeptiert. Wenn du so ein unterprivilegierter Bursche bist, meinetwegen rassistisch behandelt, dein Flüchtlingsheim, wo du gerade wohnst, ist angezündet worden und das ist deine Realität. So, und dann siehst du den Batman, der genau in dieser Realität lebt. Mhm. Rich läuft rum, das ist die Gesellschaft, die mich abfuckt. Und dann kommt der Joker rein und sagt, everything, the Squealers, they have a problem. Kennst du noch den Joker, The Dark Knight, diese Legende, wo er so reinläuft, diese Handgranate, wo er immer so lacht. Ehe, aha, uhu. So, und dann siehst du den Typ, dann denkst du dir, ja, Mann, vernichte diese Welt, die mich abfuckt. Das heißt, dieser Bösewicht ist der Proxy, womit du deine Ungerechtigkeit reflektiert fühlst. Das heißt, es kommt ja auf Identifikation an. Wenn du natürlich der Gute bist, bei dem alles köstlich ist, und du aber in dieser Welt lebst, wo du da beschissen behandelt wirst, dann fuck dich der Gute ab, der Batman. Aber der Joker, du sich identifizierst. Das heißt, immer wenn ihr den Film guckt und ihr seid für den Bösewicht, dann kann es sein, dass ihr mit der Gesellschaft, in der ihr momentan lebt, nicht zufrieden seid. Das macht total Sinn. Genau, das macht komplett Sinn. Also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich hab's mir aus dem Arsch gezogen. Kann sein, dass das macht total, also weiß nicht, wie viel du davon gefreestylt hast, aber also mich hast du überzeugt. Nein, mich hast du überzeugt. Das ist wirklich krass. Aber als Kind ist ja nochmal was anderes. Es gibt ja zwei Dinge. Einmal Situation, und bei dir kam noch dazu, also ich hatte nicht viel Geld, weil ich kein Taschengeld oder wenig nur, ich hatte so 10 Euro, damit ich selbst für was erarbeite, aber ich hatte eine privilegiertere Situation. Deswegen steht es mir auch nicht zu, deine Perspektive komplett einzunehmen, aber als Kind hat man nicht so viel Geld. Bei dir kam dazu, dass du wahrscheinlich einfach aufgrund der weniger privilegierten Situation noch weniger hattest, für dich das noch geiler war, sich was zu ersneaken. Und was dazu kommt, wir sind ja beide krank intelligent, Langeweile. Plus, was wir beide lieben, ist so ein bisschen darum zu tricksen und zu gucken, wie weit man gehen kann. Und was bei dir noch dazu kommt, du hast halt dieses kriminelle Superhirn, was halt wenige haben. Weißt du? Genau, aber kriminell. Du erkennst diese, oder du setzt ja nicht kriminell ein, aber du könntest es kriminell einsetzen. Als Kind weiß man noch nicht genau, was Hacker ist überhaupt kriminell. Du hast dieses Hackerhirn. Genau. So, und als Kind bist du da noch krasser. Weil bei mir ist ja. Kind bist du nicht krasser. Als Kind fehlt dir die Erfahrung. Diese ganzen Akteneinträge, die du gesehen hast, das hat ja die Erfahrung gebildet. Ich habe an meine Grenze gekommen, beim ersten Mal Kaugummi und dann, Sicherungen. Darauf aufpassen. Genau, du bist ja wie so Kim Possible, die sieht, das ist eine Laserschranke und dann so Limbo macht. Genau, und dann merkst du auf einmal, da gibt es doch einen blinden Laser unten am Fußboden. Piep. Und dann das nächste Mal, wenn du durchgehst. Nur das Problem ist, die meisten Leute wie Escobar und sowas, die lernen halt diese Lektion meistens mit ihrem Tod. Dass wenn der kolumbianische Staat, das Paramilitär, dich erwischt bei einem Fehler, dann kannst du nicht mehr aus diesem Fehler lernen. Das heißt, deswegen verlieren ja immer diese Mafia-Barone und sowas. Weil die Mafia-Barone, der Staat, die Guten, in Anführungszeichen, die haben ja ganz viele Versuche, Fehler zu machen. Bei dem Mafia-Boss, ein Fehler und er ist weg. El Chapo macht einmal einen Fehler, jetzt ist er lebenlang im Knast. Klar, einmal kann man noch raus, aber dann ist er weg. Das heißt, diese Drug Lords müssen quasi
immer, immer auf 100% sein. Kein Mensch ist perfekt. Irgendwann macht jeder Fehler und dann sind die aber für immer weg. Das heißt, die Zahlen... Oder aber das sind ja auch harte Straftaten, die gehören ja dann auch weggesperrt. Das ist ja nochmal, komplett, genau. Das ist ja nochmal ein Unterschied zu irgendwelchen kleinen Ed Hardy-Socken. Genau, das könnte ich zum Beispiel... Ich könnte zum Beispiel keine Drogen verkaufen. Ich könnte kein... Schadest da ja auch jemandem. Genau, ich könnte nicht mal bei McDonald's arbeiten. Mit dem jetzigen Wissen könnte ich nicht an McDonald's... Guten Gewissens dieses verfettete Essen rausgeben. Genau, weil ich weiß, okay, das ist dann, weiß ich, das, was ich dir jetzt gebe, schadet dir. Fuck. Aber abstrakte Punkte mit einem Fehler zu rekonstruieren, das ist schwer für mich. So ein Multimilliardenkonzern, der so viele Leute ausbeutet, da Gewissensbisse zu haben. Das ist schwer. Nee, das verstehe ich komplett mit Starbucks. Genau, also ich denke so, okay, ihr hohen Böcke. Jetzt halt eh keine Steuern hier, dann können wir... Ja, genau, ich versklavt die Kinder durch den Kakao da abernten, zahlt ihr denen nur 3 Cent, nimmt ihnen das Trinkwasser weg, zahlt denen nichts. Supply Chain, ihr seid Bastardes. Und dafür kriege ich jetzt ein bisschen was von euren digitalen Punkten. Robin Hood. Genau, und deswegen vollkommener Ehrenmove, verstehe ich alles. Stehe ich vollkommen dahinter. So, und ich habe, wie gesagt, ich habe einen Lorette-Alkohol-Sticker sneaked von irgendwelchen widerlichen Clubs. Zwar nicht so Robin Hood-mäßig wie bei Starbucks, aber ich habe da auch keinem jetzt krass geschadet, Alter. Das ist ja nur Flüssigkeit, die überteuert verkauft wird, die Gehirnzellen tötet. Ich habe eigentlich was fürs System getan. Ja, das ist jetzt schwer mitzugehen, weil das ist ja so eine Bar. Wer weiß, vielleicht ist das ein Familienbetrieb. Der Typ hat sonst irgendwas. Ich weiß, Alter, der muss ein paar Monate kürzer treten wegen mir. Deswegen, wenn du das hörst von deiner Bar... Tut mir leid. Vor allem haben die Gutscheine ja auch nicht. Die gingen ja komplett an dich. Du hast ja nonstop nur für Verlust gesorgt. Also das heißt, du hast ja die Getränke für die verkauft. Das heißt, das zum Beispiel, was du gemacht hast, das würde mir schwerer fallen. Aber dieser Typ von dem Copyshop, der hatte so einen richtig klapprigen Drucker, der konnte nicht mal Farbe. Deswegen konnte ich auch von dem anderen Club, über den können wir reden, Kolossos von euch, wollte ich Gutscheine kopieren, eure waren aber farbig, konnte der nicht. Der hatte nur so einen Schwarz-Weiß-Drucker und der hatte so eine deutsche Bildzeitung aus den 80ern, die er mir noch andrehen wollte, also gehört, dass ich Deutsch rede. Das heißt, sein Kiosk hat den Umsatz des Lebens gemacht, weil ich habe dem so viel Geld gegeben und am dritten Tag wurde er so, ey, wenn du willst, dass ich die Fresse halte, mehr Cash. Am Anfang war so 5 Cent für eine Seite, irgendwann wollte er so 5 Euro. Ich sag, gib mir den, hier. Und ich wette, dieser Typ labert heute noch Touristen an und schwatzt denen genau das auf, weil der hat mich die ganze Zeit so, hey, du bist so ein Genie. Brillant. Brillant. Der Typ war wirklich, der habe ich erstmal Cabrin genannt, der Typ. Echt jetzt? Nein, Alter, das heißt Vollidiot. Ja. Also, das sind unsere Hörer, glaube ich, nicht mal. Wie gesagt, wir haben alles schon gemacht. Auch das erste Mal, ich kann nicht mal denken. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich mir, die erste CD, die ich mir geholt habe, war, glaube ich, so, Candy Shop? Ja, Candy Shop war das, glaube ich. Wo ich Candy Shop gekauft habe, diese CD. Mhm. Habe ich die auf den PC reingehauen, MP3-Datei, auf Desktop gezogen, auf einmal war die da und CD. So, bei mir war es sofort, ich gebe die CD zurück. Aber das ist witzig, weil das ist das, du hast vollkommen recht, ich habe nie drüber nachgedacht, das Kriminellste, was, glaube ich, jeder in unserer Generation gemacht hat, ist das hier. Wir haben uns hier diese Bravo-Hit-CD geholt, ne, oder The Dome hier von RTL oder MTV irgendwas, Music-Dinger, haben uns die geholt. Meistens sogar noch in der Bücherei. Da gab es die ja zum Ausleihen in der Bücherei, Alter. Haben uns die geholt, haben die gebrannt, noch mit so einem externen Brenner, weil das die Laufwerke damals noch nicht konnten. Und haben uns die dann schön Nero überspielt. Ja, ja. Nero, genau. Nero, Alter. Nero, und wie heißt das mit dieser Hand? Wie hieß die? Es war zu langsam. Nero war das Beste. Ja, Nero. Und dann später waren wir auf Cannapower. Cannapower.c4.to. Auf Cannapower. Alles runtergezogen. Hier, Britney Spears Alben habe ich mir da gezogen. Wo so Britney Spears mit Madonna gezüngelt, habe ich mir direkt runtergeladen, die ganzen Alben. Dicke, dann 2004 war so das krasseste Jahr, weil da waren so diese ganzen Sachen so hier, was du gerade sagst. 50 Cent, Timbaland, Nelly Furtado, Drago Stardin Day. Da gab es ja auch schon die ersten, so Discman hatte ich da immer. So die Leute hören lassen in der Schule, gefällt dir das Song? Wenn du mehr davon willst, 1 Euro bringe ich dir als CD mit. Ich habe CDs im Aldi gekauft, immer diese 80er-Packs und habe dann, keine Ahnung, 80er-Pack 10 Euro oder so und habe dann für 1 Euro gebrannte CDs verkauft. Ja, ich hatte immer früher so ein Ding, wo du so diese Dinger aufklappst und dann habe ich die CDs verkauft in der Schule. Wie gesagt, wenn du wirklich ein richtig guter Betrüger werden willst, musst du das als Kind. Weil als Kind hast du ja schon Sanktionen. De facto. Das war für mich kein Betrug, das war für mich ein Geschäftsmodell. Nein, ich weiß, aber diese... Als Kind denkst du nicht so weit. Nein, aber als Kind, wenn du als Kind... Ich war 10 Jahre alt. Nein, ich sag dir genau, wie du dein Kind zu einem Betrüger machst. Du musst deinem Kind... Hört genau zu, wenn ihr Eltern seid. Genau. Ihr müsst eurem Kind versuchen, dass er erwachsene Bedürfnisse erfüllen will. Zum Beispiel, sag deinem Kind, hol ein Spiel, was ab 18 ist. Zum Beispiel bei mir als Kind, ich wollte GTA White City, GTA San Andreas. Oh, das hatte ich auch, das war geil. Ab 18. Challenge accepted. Mein Vater holt mir nichts. Betrügen! Dann geht's los. Okay, Onkel, Eltern, schaut mal, wir brauchen für unseren Englischunterricht, brauchen wir dieses Spiel, wird das auf Englisch?
Aber das ist ab 18, wenn so viel Englisch gesprochen wird. Okay, hat nicht geklappt. Zweiter Versuch. Entschuldigen Sie, Sir, ich brauche die für meinen Englischunterricht. Ich muss das Gaffen gebrüllen. Nein, das ist ab 18, du kleiner Pimpf. Ich so, schade. Weiter gesnifft. Dann irgendwann abgekratzt. FSK 6, abgekratzt. GTA geklebt. Sir. Dann beim Rausgehen so, du bist der S5. Genau, so schafft das Kind automatisch zu überlegen. Und dann kommt noch islamisches Kind in westlicher Welt. Dann ist ja nochmal doppelt Challenge accepted. Einmal habe ich ja dieses Elternding. Ich bin ein Pimpf, habe aber direkt erwachsene Bedürfnisse. Ich wollte mit Fußball spielen, ich wollte programmieren, PCs auseinanderbauen, FSK 18 Spiele, das wollte ich alles haben. So, dann weg. So, zweites Level, muslimischer Vater, du musst das und das und das machen. Das heißt, ich habe zwei Handicaps, die ich balanciere, und dann ist er noch Arm obendrauf. Das heißt, ich muss Arm balancieren, weil ich von ihm nichts holen kann. Alle anderen Quellen sind ja keine Probleme. Ja, ich habe alle meine Bedürfnisse. Mein Papa holt mir alles. Papa, holst du mir das? Danke, Papa. So, dann wirst du ja zum Straßenkleber. So automatisch, weil du hast ja nichts. Alles ist gechillt. Wenn dann irgendetwas endet, unkomfortabel wird, dann bricht für dich ja sofort die Welt zusammen. Suizid dann direkt als Teenager. Aber bei mir, ich habe ja schon 6 Handicaps. Finanziell, religiös in einer westlichen Welt, mit westlichen Freunden und Alter. Ich musste ja. Ja, bei dir war wirklich, das war wirklich das höchste Level. Genau. Weil ich hatte wenigstens noch die Chance über die... Ich sag dir, das Einzige, was noch krasser gewesen wäre, wenn ich eine Frau wäre. Wenn ich eine muslimische Tochter gewesen wäre bei meinem Vater, dann wäre ich jetzt Edward Snowden oder so. Also dann wäre ich wirklich Snowden. Weil dann hätte ich noch Geschlecht obendrauf. Weil das hatte ich ja nicht. Das heißt, ich konnte... Das ist gut bei Geschlechtslosen. Genau, nee, ich sag ja nur, das ist die es am krassesten hätten, wenn ich jetzt so einen Mastermind designen müsste, hätte ich... Das wäre der Algorithmus. Muslimisches Mädchen, was naturwissenschaftlich interessiert ist, Saw, FSK 18 Filme gucken will und Armes. Also wenn ihr die gerade findet, irgendwo, wenn ihr jemanden kennt, die genau darauf trifft. Wir haben sogar solche Hörer. Ihr könnt euch melden, wir können einen Workshop machen. Dann werdet ihr eine glorreiche Zukunft haben. Wenn ihr es weil die auf dem höchsten Level spielen. Genau, wichtig ist, ihr müsst euch an diese ganzen Regeln natürlich nicht halten wollen. Weil wenn du ein muslimisches Mädchen bist, was muslimisch lebt, auf einer muslimischen Schule ist und keine erwachsenen Bedürfnisse hat, und eure Eltern arm sind, ihr aber genug trotzdem eure Bedürfnisse gestillt sind und ihr wollt nicht darüber hinaus, dann vergisst, was ich gesagt habe. Das gilt nur, wenn du aus diesem Korsett raus willst. Genau. Aber dieses Rebellending, das hat, glaube ich, jeder. Also guck mal, bei uns war es immer so, dieses Tauschhandel-Ding. Wir hatten einen Kumpel, Niklas, Nachnamen sage ich nicht, Legende aus dem Nachbarort. Irgendwie hat der es geschafft, von seinem Vater damals so eine VHS-Pornokassette, Gina Wild-Porno, zu besorgen. Ich schwöre dir, ich habe zum Zeitpunkt Pornos gesehen, wo man nicht mal geil werden konnte. Ich habe das gesehen, für mich war das wirklich quasi ekelhaft. Weil sowas, also Sex macht dich ja nicht geil, wenn du nicht in der Pubertät warst. Wir waren so 6, 7, 8 Jahre alt und sehen so Gina Wild ficken. Das hat dich nicht mal geil gemacht, weil dein Gehirn ist einfach nur, was ist das? Das ist ja eklig. Wo steckt der da was rein? Du hast direkt wie so ein Trauma verdrängt und wolltest das nie wieder sehen. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo du noch keine Sexualität hast, sollte man vielleicht nicht sowas ausleihen. Und zu einem Zeitpunkt, noch ein bisschen Jugendschutz, nicht nur Pornos, nicht zu früh, wo das Gehirn noch nicht entwickelt ist, vielleicht auch nicht Saw gucken oder so Ballersachen. Doch, mein erster Film. Ja, mit 13, 14, meinetwegen. Es war früh, aber meinetwegen. Aber wir reden jetzt von so richtig 6, 7, 8-Jährigen. Du kannst die komplett alles kaputt machen, wenn du zu früh Pornos guckst, so viel Ballerspiele guckst. Das ist so witzig. Gefährlich. So witzig. Und auch nicht Bayern München guckst, auch schlecht für den Charakter. Das ist so witzig. Ich hab das mit so einem Rich, halb Amerikaner, halb Deutschen geguckt. Richtig witzig. Da hat er alles, was er braucht. Ich war so eifersüchtig auf den. Michael hieß der. Das ist wirklich Michael. Neben uns waren ja Amis. Und der war wirklich living the dream. Sein Vater sah aus wie Michael Jordan. Ungelogen. Glatze, Michael Jordan oder Michael B. Jordan? Nein, der richtige Jordan. Okay. Schwarz, Glatze, hier so ein Ring. Das Gegenteil von meinem Vater. Seine Mutter so deutsch, Riesenhaus, dazu die amerikanischen Süßigkeiten. He was living the dream, this motherfucker. Ich bin richtig eifersüchtig auf den gewesen. Mega attraktive Schwester. Das war das erste Mal, dass ich so hart traumatisiert war. Richtig wie eine Kakerlake gefühlt habe. Auf jeden Fall hatte ich Freddy vs. Jason dabei. Und Freddy vs. Jason haben wir eingelegt, so geguckt, dort dufte. Nie wieder vergessen, was er gesagt hat. Vergessen zu werden, das bringt mich zum Rasen. Schnitzen alles. Und ich so, geil. Und der komplett traumatisiert, ja, hat wirklich angefangen zu kotzen. Geweint, Toilette gegangen, gekotzt. Ja, aber privilegiert aufgewachsen, klar. Ha? Privilegiert, beschützt aufgewachsen. Genau, dann kam die Mutter rein, hat mir Hausverbot gegeben. Hat das rausgenommen, die so, Schweinerei aus meinem Sohn, Antüs, bist du Kakerlake. Krass. Ist mich so rausgetreten.
war Hälfte. Und seitdem durfte ich ihn nie wieder treffen. Aber es ist witzig, weil wir waren beide in dem, unserem Umfeld quasi immer diese, weißt du, dieses Dynamit für die anderen, also für diese privilegierten Familien. Ich komme zwar selbst aus so einer Familie, aber meine Eltern sind halt links und Rock'n'Roll. Mein Vater war so Punk früher, der hat mir so, also in der Schule früher, erste Klasse, mein Vater mir immer diese Punk-Sachen, so Toten Hosen, Ärzte, Iron Maiden und sowas eingelegt hat, ne? Punk und Metal, so Knorkator und so. In der Schule die Kinder so, was ist euer Lieblingslied? Und die haben also Biene Maja, Benjamin Blümchen gesagt. Und ich habe von den Toten Hosen Paradies einfach gesungen. So, von Opium fürs Volk, so ein richtig linkes Lied. Was so richtig blasphemisch und gegen christliche Religion ist und so. Hab ich gesungen und dann direkt mein Papa angerufen zu Hause. Was soll das, dass ihr fünfjähriger Sohn hier in der ersten Klasse so linke Propagandasongs hier singt? Also ich meine, damals waren die Hosen noch so Rock'n'Roll, heute sind die ja auch Mainstream, weißt du? Aber das ist halt, ja. Yeah. Wir waren, glaube ich, beide ein Kryptonit für unseren Freundeskreis. Ich war wirklich Katastrophe. So, ich habe auch, also früher in der Schule wollten auch die anderen nicht, dass ich mit nach Hause gehe, die Eltern, mit ihren die Hausaufgaben mache. Ich wollte mich immer so reinsneaken, damit die meine Hausaufgaben mitmachen und die Eltern wollten nicht, dass ich mitkomme. Ich durfte manchmal nicht mal mit zum Essen. Die haben immer gesagt, nein, das machen nur die Privilegierten unter sich. Du gehst mit zum Felix, der geht mit zum Sebastian, der geht mit dahin. Das sind jetzt nur Fantasienamen, das ist nur mal als Beispiel, ne? Und ich musste mich immer so hart zusammenreißen, weil ich habe immer gesehen, wie die mich beäugt haben. So, und heute bin ich der Richeste und der Prominenteste von diesen Wichsern und der Erfolgreichste von allen. Ich meine, das sind alles Homies so, weißt du? Ich liebe die alle. Nur aus der Elternperspektive. Die Kinder und ich, wir waren ja Freunde. Aber die Eltern haben mich immer von oben so beäugt. Oh, hier, Chaos-Mama aus Berlin, dann noch dieser saarländische Alkoholiker als Papa. Und dann dieser Sohn, der nur Scheiße macht in der Schule. Das ist kein guter Umgang. Weißt du? Und heute gucken die so im Fernsehen. Ah, hier, der Gabriel. So. Hätten wir ihn damals lieber mit essen lassen. Naja. Goddammit, Gabriel, das war wirklich eine wundervolle Folge. Und ganz, ganz wichtig, wir haben am Anfang angeteasert, so True Crime-mäßig. Ich sag euch was, wir machen diese Folge, aber die hat es verdient. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Gerichtsverhandlung läuft auch noch. Wir müssen warten, bis es fallen gelassen wird. Und dann reden heute wir heute war ein erster Schritt, aber wir haben mitten in der Folge erfahren, hat mir gerade eben der Anwalt geschrieben, dass und deswegen wir noch haben nicht wir, drüber deswegen reden. Deswegen haben wir spontan umgelenkt. Wir haben hinten gerade einen Zettel reingehalten gekriegt. Achtung, habt ihr die E-Mail gelesen? Ja. Wir dürfen jetzt noch nicht drüber reden. Wir werden darüber reden. Salim hat da was gemacht, was unglaublich ist. Ihr habt jetzt ein bisschen was über unsere kleinen Betrugstrügereien früher erfahren. Und was Salim in jüngster Vergangenheit gemacht hat, ich sag nur so viel, nicht illegal, aber Behörden erstmal nicht gecheckt, was abging. Und diesen Fall werdet ihr nicht glauben, wenn ihr ihn hört. Das ist wirklich X-Faktor, das Unfassbare. Das Unfassbare. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.